Damit hallo zu einer neuen Ausgabe Stardust Ruf Terra Nummer 19. Nummer 19. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr seid, das ist der Punkt, wo Stardust Ruf Terra kosmisch wird. Bei mir zu Gast Dominik. Hallo Dominik. Na grüß dich, es ist das Heft. Es ist das Heft. Mit dem Cover. Mit dem Cover. Titel. Mit über das Cover brauchen wir eigentlich gar nichts mehr sagen. Handlungsfinale. dem ersten Handlungsfinale überhaupt. Hammer. Ja. Freuen uns sehr. Ey, ich muss ganz kurz noch mal was zu Tuglan sagen, denn Stand jetzt, wo wir heute aufnehmen, habe ich gerade vorgestern die Folge 18 gehört und habe Gedanken dazu gehabt und ich habe dir sehr recht gegeben, weil ich vorher immer gesagt habe, das Heft ist scheiße, aber das Heft ist gar nicht so scheiße, aber ich nehme den Heft einfach immer noch unfassbar übel, dass es diesen Abstecher macht und der nervt mich jedes Mal wieder tierisch, ne? Weil dann denkst du, ah ja, jetzt haben sie die Koordinaten und jetzt geht es los nach Wanderer und dann, nee, doch nicht. Jetzt fahren wir nochmal nach Tuglan, wo nichts passiert, was später irgendwie weitere Handlungsrelevanz haben wird. Und ciao. Das Einzige, was ist halt, Guki wird eingeführt, aber das sind irgendwie die ersten fünf. Der ist ja eh schon an Bord. Und außer er schmeißt Bulli in die Suppe, passiert eigentlich nichts Relevantes, finde ich. Irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Und sie haben es ja dann auch im Silberband fast komplett weggelassen. Aber auch jetzt so beim nochmaligen Lesen und mit sich ein bisschen Gedanken dazu machen, da hast du schon recht, es ist an sich eigentlich eins der besseren frühen Hefte. Mhm. Und weil du gerade sagst, erinnern, ich glaube, erinnern ist bei Heft 19 auch so eine Sache. Ach ja. Weil als ich mich erinnert habe, wie ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich so gedacht, das Heft spielt zu 60% auf Wanderer und man ist total viel dort und dieser Handlungsanteil hat sich total präsent angefühlt. Ist aber im Nachhinein gar nicht so. Mhm. Und deswegen finde ich das so schön, wenn wir so einen Reread machen, dass wir einfach nochmal jedem einzelnen Heft eine neue Chance geben, zu glänzen oder halt durchzufallen. Ja. Was durchfallen bedeutet, werden wir in den nächsten 5 bis 6 Heften lesen, die auf diese Folge folgen. Ja, wobei die auch so ihr Ding haben, da sind nur leider echt einfach so viele Grundsachen, die nicht gehen. Naja, anderes Thema für eine andere Folge. Der Unsterbliche. Der Unsterbliche. Ich habe da genau das umgekehrte Phänomen zu den Rebellen von Tuglan. Die Rebellen von Tuglan, wenn ich sie wiederlese, finde ich sie jedes Mal ein kleines bisschen besser. Und dieses Heft ist so, der Unsterbliche ist so verklärt, dass immer, wenn ich es wiederlese, immer ein paar Sachen finde, wo ich denke, Aber es ist trotzdem halt das Heft irgendwie. Ne? Dann kommen wir mal zu den Metadaten. Auf geht's. Aus der Perioden-Heft-Romanserie, Band 19, im Zyklus Die dritte Macht. Der Unsterbliche. Ein ganzes Sonnensystem vom Untergang bedroht. Nur Perry Roden kann die Rettung bringen. Punkt. Autor ist natürlich Karl Herbert Scheer. Johnny Brook zeichnet das Titelbild und die Innenillustration. Erstmals ist das Heft erschienen im Jahr 1962. Hauptpersonen sind Perry Roden, Reginald Bull, Thora Crest, Tord, Guki, Manuel Garand, Captain McClears, Leutnant Everson, R oder S. Das macht mich rasend, dass die da nicht S schreiben die ganze Zeit. Handlungszeitpunkt ist der Januar 1976. Wir befinden uns auf Wanderer und auf Ferrol. Ja, Titelbild, oder? Ach, Titelbild. Es Let's ist halt kick wirklich, it. Also das ist das Perry Roden Titelbild überhaupt. Also diese Zeichnung ist so oft wieder verwendet worden. Das ist genau das Bild, das den Leuten ins Gedächtnis kommt, wenn sie Perry Roden hören. Ja, Wahnsinn. Und es ist eigentlich ein geklautes Gesicht. Genau, was ich lange nicht wusste, ist Charles Lindbergh, der Mann, der das erste Mal den Atlantik überflogen hat. Aber nochmal Stück für Stück, man sieht auch so noch ein bisschen seine Lederkappe da. Auf diesem ikonischen Foto ist diese Lederkappe drauf. Lassen Sie uns mal Stück für Stück auseinanderpuzzeln. Perry Roden, ja klar, ikonisch, ne? Dieser Helm, wow. Das ist auch schon auf Sterbende Sonne, also Planet der sterbenden Sonne mit drauf, dieses Helmdesign. Bei den Rebellen von Tuglan ist das dann eher so ein, sieht aus wie so ein englischer Stahlhelm aus den Weltkriegen. Ja, ja. Hier ist es jetzt halt, da haben sie Johnny Brook wahrscheinlich gesagt, hier mach mal Science Fiction.
Und ja, im Hintergrund, genau. Du musst mir jetzt einmal was erklären. Ich meine, das links vorne unten ist der Planet der sterbenden Sonne, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das passt zu Mars ähnlich, ne? Eisenhaltig. Ja. Dahinter so eine Kette an Planeten und dann die Stardust, die da so durch wusch macht. Ich glaube, das symbolisiert das galaktische Rätsel und die Reise dahin. Genau. Eine Frage habe ich zu dem Titelbild. Warum zeigen sie nicht Wanderer selbst? Ist es das, worauf Perry guckt da? Naja, das ist ja das Ende der Reise, ne? Also wenn man jetzt sagt, dass das Letzte da, das ist Tramp, oder keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch Tugler, bla bla bla, ne? Aber das ist die letzte Station, bevor wir jetzt hier ankommen, wo wir sind, und Perry blickt Richtung seinem Ziel. Ne? Dann sehen wir halt Wanderer nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich finde, da kann man sehr viel reininterpretieren, wie das gemeint ist mit dem Schiff. Auch so diese Wolkendecke oder diesen Ereignishorizont vielleicht am ehesten noch, den man da sehen kann. Ne? Der ist einfach irre toll. Also kann man, glaube ich, sehr viel spekulieren, was da gemeint ist. Man hat ja auch da oben noch diese Bögen, die so ein bisschen nach trotzdem irgendwie noch so einem Raum oder vielleicht auch einer Raumkrümmung aussehen oder was immer das sein könnte. Ne? Ganz spannend. Kommen wir mal noch zur Innenillustration, weil da eine dabei ist, die ist echt wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und zwar ist das die dritte. Ich verlinke die euch oder ich pack sie vielleicht sogar in den Blogbeitrag. Da sehen wir das Macho-Monster-Wesen in der Zentrale der Stardust 2. Großartiges Bild. Mega. Man sieht vor allen Dingen echt, dass das hier so ein Western-Ding ist oder so ein Mafia-Ding, ne? Links so die Tommy Gun, den Chicago Typewriter, rechts dann die Tora, die so reingekritzelt ist. Ja, ja. Ey, großartig. Nee, ich find's ganz toll. Also wie gesagt, illustrationsmäßig ist das Heft ganz weit vorne. Auch ganz unterschiedliche Sachen wieder, auch hier Montagen mit dabei, dann diese klassischen Lithografien, also diese Grafik, die in den Heften immer mit dabei ist und dann halt nochmal eine Montage auf der letzten Innen-Illu. Ganz viel dabei und auf jeden Fall das Titelbild, ja gut, dazu braucht man gar nichts mehr sagen. Komischerweise haben sie auf der Gold-Edition dann später noch einen Planeten oben eingefügt. Das macht mich ein bisschen kirre. Ja, und der macht wirklich, also auch da dann wirklich keinen Sinn. Nee, also irgendwie nicht. Bei dem ersten Bild, da kann man sehr viel reininterpretieren, wie es gemeint ist, da oben diese Erde, also dass die Erde, ne, macht irgendwie keinen Sinn. Aber es gibt generell, da gibt es ja mehrere Takes auf dieses Bild. Also auch in den unterschiedlichen Auflagen wurde das mal geringfügig verändert. Aber es ist das aus der Erstauflage, das ist das ikonische Bild schlechthin. Sollen wir mal auf die Personen schauen? Yes. Die Personen, Manuel, wie spricht man das Englisch aus? Manuel, Garand? Manuel. Der LI der Stardust 2 und LI, weißt du, wo das herkommt? Nee. Das ist wieder so ein U-Boot-Ding. Der leitende Ingenieur, nämlich meistens der Maschinenoffizier auf einem deutschen U-Boot, hieß immer LI. Mhm. Hört man zum Beispiel auch in Das Boot, der Kinofilm aus den 80ern. Ja, ja. Ne? Wir haben Captain McClears, Kommandant der S3 und wird auf die Heimkehr des Chefs aufmerksam. Leutnant Everson, der erste Offizier der S3, tut, was er kann. Ein guter Amerikaner. Mein Vater hatte auch so einen Colt. Ja, ja. Und Son Uhura, der Frequenzseher, findet den alten Freund der Menschheit. Ah, ich habe bestimmt ganz viele Leute vergessen, ist mir aber egal. Ich will jetzt einfach in die Handlung einen Deep Dive mit dir veranstalten. Auf geht's. Kapitel 1. Die Handlung, erstes Kapitel. Perry Roden und seine Mannschaft überstehen den Transitionssprung mit maximaler Reichweite über 35.000 Lichtjahre. 35.000 Lichtjahre in einem Sprung. Zack. Hier wurde noch Meter gemacht. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, wir schaffen es mit der Good Hope nicht bis nach Arkon. Nee. Die Vega, also aus. Man kommt in der Vega wieder an und findet recht schnell heraus, dass die Vega extrem Protuberanzen unterliegt und findet auch ganz schnell heraus, muss ja natürlich auch ganz schnell gehen, da will man relativ wenig Zeit drauf verwenden, dass sie droht, zur Nova zu werden und das gesamte System mit sich zu reißen. Also das Vega-System ist voll am Arsch, weil die Vega-Sonne hochgehen will. Und Perry landet auf Ferrol. Boom. Boom. Das finde ich so stimmungsvoll, das ist so cool. Auch dieses, wo der Crest dann sagt, ne, der Unsterbliche hat einen Stern gezündet. Er ist auch so ein krasser Begriff. So, so stark. Also das alleine als Bild, ne? Ist so gut. Und ich finde, das vergisst man oft. Ne? Wenn man an diesen Roman denkt, das ist eine komplette Szenerie, an denkt man gar nicht mehr. Die vergisst man, obwohl die so großartig ist. Man müsste da an der Stelle auch mal auf die Spurensuche gehen, ob es das vorher schon mal gegeben hat. Mhm. Ich meine, heutzutage ist es ja, gehört das ja zum guten Ton, dass in einer Science-Fiction-Serie irgendeine Sonne in die Luft gesprengt wird, gefühlt, ne, klar. Aber ob es das damals schon gegeben hat, weiß ich gar nicht. Kommen wir mal zum zweiten Kapitel. Captain McClears und sein erster Offizier Everson bezeugen im
Kaulquappen, Beiboot, Raumschiff, Good Hope 3, die Heimkehr des Chefs in die Vega. Und das finde ich immer so süß, wenn die Chefs sagen zu Perry. Ja. Aber die sind natürlich auch damit beschäftigt, die Evakuierung der Veganauten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der Ferroden von Ferrol auf die äußeren Planeten zu bewerkstelligen. Ne? Also man versucht jetzt seitens der Ferroden die inneren Planeten zu räumen und alles nach außen zu schaffen, was ja ein bisschen sinnlos ist. Perry befiehlt seine Beiboote, die er zurückgelassen hat in der Vega, um dort zu schützen, zur Einschleusung und will direkt im Anschluss aufbrechen, um endlich diesen Planeten des ewigen Lebens, dessen Koordinaten wir ja jetzt kennen, zu erreichen. So. Er scheißt also auf diese ganze Evakuierungsgeschichte und sagt, passt mal auf Leute, wir werden es eh nicht schaffen. Und ob die jetzt auf dem 8. oder 42. Planeten sitzen, ist bei einer Nova von einem Stern in der Größe von der Vega relativ egal. So, deswegen, Beiboote zurück, wir fliegen los. Ja. Verhältnismäßig erstmal eher unspannend, ne? Dass man sagen kann, okay, da ist jetzt erstmal diese, das wird jetzt noch weiter ausgeschmückt und man merkt wirklich, okay, da ist Katastrophenmodus am Start, ne? Also für die Furonen wird es jetzt richtig brenzlig. Jetzt sagst du was, ne? Obwohl das jetzt eigentlich so, ja, denkt man sich bis hierher, bring in the pressure, ne? Es ist okay, es ist Druck, es tut weh, wenn es schief geht. Aber jetzt ist natürlich eine wichtige Motivation für Perry, dass wenn die Vega verloren geht, verliert man eben auch diesen mathematischen Bezugspunkt, genau, die man da braucht, um die Reise zur Welt des ewigen Lebens zu finden oder zu schaffen und halt auch wieder zurückzukommen. Deswegen ist die Vega so wichtig. Was ja schon ungefähr gleich wichtig ist, wie wenn ein ganzes Sonnensystem samt Bewohnern ausgelöscht wird. So, also 50-50 ist schon so gut. Also, dass die Ferronen alle sterben, ist natürlich schlecht, aber sonst verlieren wir den Bezugspunkt zu Wanderer. Erklär mir mal bitte, warum Crest und Tora jetzt hier aufgeben wollen. Weil die immer aufgeben wollen. Das ist das Dauerthema. Die Akoniden wollen immer aufgeben und das ist das Verstärkersystem dafür, was für ein krasser Macher Perry ist. Ist halt so ein Schaffer. Immer, ne? Ja. Vor allem an der Stelle macht es ja auch gar keinen Sinn, dass die aufgeben wollen. Also was bringt es da denn jetzt aufzugeben? Jetzt ist es zu spät. Also entweder versucht man jetzt die Ferronen zu retten oder halt nicht. Also das nicht zu versuchen macht keinen Sinn. Ich finde aber total schön an der Stelle, welche Konsequenz der S da impliziert. Ne? Es gab ja vorher immer diese Fragen, bist du bereit, diesen Weg wirklich zu gehen? So, wenn du jetzt weitergehst, ist es vorbei. Und an der Stelle ist es halt vorbei, weil jetzt geht's, gilt's halt. Jetzt oder nicht. Jetzt gilt's, ja. Ja, und es wird ja nach und nach so die Sicherheitsnetze weggenommen. Ne? Erst, ne, dann kommt irgendwann der Punkt, wo dir nicht mehr geholfen wird. Und jetzt kommt sogar der Punkt, okay, und wenn du jetzt nicht weiterkommst, hast du ein Problem. Dann jage ich 150 Milliarden Ferronen in die Luft. Keine Ahnung, wie viele das sind. Werden wahrscheinlich ein paar sein. Auf jeden Fall viele. Ja, aber Perry hat in seiner Argumentation natürlich der eigenen Schuld auch gedacht an der drohenden Vernichtung, weil hätte sich Perry, Crest, Tora und die restliche Bande nicht auf den Weg gemacht, das ewige Leben zu suchen, wäre es ja niemals zu dieser Situation gekommen. Also bedingt sind die sogar selber verantwortlich für die Situation. Und spätestens jetzt muss Crest und Tora praktisch einlenken. Zumindest Crest, Tora hat keine Lust. Und nach der Landung auf Ferrol kommt es zu einem kurzen Gespräch mit dem Tort, ne? Und diesem verspricht er, den Urheber, und jetzt kommt's, wichtig, des Sternenbrandes. Was ist das für ein cooles Wort? Ja, Mann. Was ist das für ein cooles Wort? Der Sternenbrand. Das hätte ein eigenes Titelcover verdient. Ja, ist das wieder so ein Konzept, den oder was sie dann in Ende der 2000er aufgegriffen haben mit dem Weltenbrand? Ja, schon so ein bisschen. Ich fand auch Krieg der Sterne immer cooler als Star Wars. Ja. Also die deutsche Sprache ist da an der Stelle immer irgendwie bildgewaltiger. Finde ich sehr, sehr schön. Das stimmt. Ja, und man will jetzt das Schlimmste verhindern und endlich die Unsterblichkeit erringen. Also das ist schon wieder ein bisschen vielleicht ein Anfall von Hybris, so alle anderthalb Seiten mal. Ja, er muss halt jetzt auch die Unsterblichkeit erringen, weil sonst kann er die Ferronen nicht retten. Na, und nach einer lustigen Episode, und zum ersten Mal wird Gookie Leutnant Guck Sonderoffizier vom Mutantenkorps genannt, oder zumindest Offizier vom Mutantenkorps genannt, ne? Leutnant Guck, das wird später noch zum Thema, startet die Stardust 2 um 18 Uhr in Richtung der Welt des ewigen Lebens. Wir sind unterwegs. Mit dem Kapitel 3 geht's weiter. Und jetzt ist wieder so eine Sache. Das dritte Kapitel widmet sich wieder zur Hälfte eigentlich diesem Vorgang dieser Gewalttransition. Also am Ende eigentlich genau das, was wir am Anfang des 18. Hefts bekommen haben. Nämlich diese Gewalttransition und diese riesigen mechanischen Gewalten, die über die Stardust und ihre Besatzung hinwegfegen. Der krasse Transitionsschock und Perry, der als erstes bei Sinnen ist. Ne? Und wir haben natürlich an der Stelle auch wieder so eine Rekapitulation im Roman. Hier werden nochmal alle Stationen des galaktischen Rätsels mit dem Ziel des ewigen Lebens durchgegangen.
Das ist eine Szene, die ist so gut. Und das ist wieder was, das konnte Karl-Herbert Scheer einfach, ne? Dass genau dieses Gefühl, dass du hast, boah, was für ein krasses Ding das jetzt ist, dass diese Transition passiert, ne? Ich finde, das wird so oft vergessen, auch wenn lange Transitionen gemacht werden und es so, ja, Transition gemacht, fertig, weiter geht's, ne? Aber dass da nochmal dieses Gefühl, okay, das ist ein krasses Ding so, ne? Wie das zum Teil ja bei Science-Fiction-Filmen, wenn dann irgendwie durch ein Wurmloch gesprungen wird oder was auch, dass für die Leute voll die krasse Belastung ist und dann wachen die auf oder müssen in Kryo schlafen und was weiß ich. Und das hast du hier auch mit drin, ne? Dass man wirklich merkt, okay, da passiert was mit denen, mit ihren Körpern, mit dem Schiff, ne? Und es nicht einfach, ja, erst war ich hier und jetzt bin ich da. Ne? Ja, das aber nicht nur total das. Total atmosphärisch. Auf der B-Ebene ist das ja durchaus auch genreprägend, weil Perry Rhodan ist ja eine serielle Heftromanserie. Ne? Das heißt, das ist eine aufeinander aufbauende Handlung in 100er oder 50er Blocken, wie du möchtest. Aber dieses Zusammenfassen von den wichtigsten Fakten für den nächsten Handlungsabschnitt ist halt essentiell für diese Schreibweise. So ein Karl-Herbert Scheer macht das ganz oft und ganz toll. Clark Dalton macht das auch toll und Kurt Marr macht das auch toll. Aber bei ihm ist das dann immer in solchen, naja, wie soll man das dazu sagen? Das ist wahrscheinlich frühes Sense of Wonder, dieses technische Sense of Wonder, ne? Was passiert jetzt hier? Wie krass ist das eigentlich? Und phasenweise werden dann so Emotionen eingesprüht von dieser Reise durch dieses galaktische Rätsel. Also wie gesagt, fantastisch. Auf jeden Fall landet man punktgenau auf der Position, wo man landen mochte, nämlich um eine einsame Welt, die ohne Sonne durchs Weltall rast. Wow. Jawohl. Und im vierten Kapitel werden direkt Fakten geschaffen, denn diese einsame Welt wird das erste Mal als der Wanderer betitelt. Und dieses vierte Kapitel widmet sich der visuellen Schilderung dieses Planeten und dem Erwarten der Menschen an Bord der Stardust 2, was auf diesem Planeten eigentlich abgehen soll. Das ist so wie der Abend vor Weihnachten, das vierte Kapitel. Ey, das ist so Gänsehaut für mich. Das ist wirklich, ne? Also das war für mich schon, als ich das erste Mal in den Silberbänden dann noch gelesen habe, dann kannte ich die Hörspiele schon und habe das dann eh schon, nachdem ich die Hörspiele total mochte, und das ist auch total magisch, irgendwie die, wie die auf Wanderer kommen, dann diese Ausschmückungen, ne, das ist großartig gewesen. Und um die Anmessung von Wanderer jetzt zu verbessern, schleust Perry einen Raumjäger aus. Da schickt er dann den Rod Nissen los und das ist dann eben die zweite in Illustrationen, die im Heft zu sehen war oder ist, wie dieser Rod Nissen losschießt. Ne? Und direkt nach dem Start merkt man, dass irgendwas total schief gelaufen ist, denn dieser Start des Raumjägers hat irgendetwas ausgelöst. Und im fünften Kapitel finden wir auch heraus, dass dann dieses Stardust 2 durch Gravitationserschütterungen, das auch so ein krasses Wort ist, gebeutelt wird. Und Perry erkennt das natürlich direkt als Begrüßung durch den Unsterblichen. Hallo, alter Freund. Wow. Das ist auch was, dass er da passiert und das wird immer erhalten bleiben in der Serie, ne? Diese Beziehung von S und Perry, hallo alter Freund, und diese, da sind so viele Redewendungen drin und so viele Sätze drin und so viele kleine Handlungsdinger drin, die in der Serie bis heute immer wieder aufgegriffen werden, das ist Wahnsinn. Ist ja nicht nur das, sondern auch der Ton, wie die beiden miteinander reden, ne? Ja. Dieses, ja, wie sagt man dazu, Bruschikos ist falsch, aber dieses durchaus lustige oder komische oder komödiantische ist da drin. Ne? Ich finde das ganz toll. Nissen schleust in der Bruchlandung wieder ein in die Stardust 2 und Son Okura sieht jetzt endlich mit seiner Frequenzseherfähigkeit, und die Frequenzseherfähigkeit, die finde ich ja unfassbar cool, wenngleich auch unfassbar unvisuell. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Der wird ja später nur noch als Taschenlampe benutzt, wenn es Nacht oder als Nachtsichtgerät benutzt, wenn auf der Vega. Hier kriegt er noch einen echten Job, weil er mit seiner Frequenzseherfähigkeit diese 5D-Strahlung ausmachen kann und dort dann die Quelle dieser 5D-Strahlung hat. Das finde ich irgendwie geil, weil es nicht so eine konkrete Mutantenfähigkeit ist, weißt du? Da waren sie auch mal ein bisschen kreativer, was so ein mutiertes Gehirn noch so können könnte, ne? Das ist, ich finde es aber halt. Sonokura finde ich irgendwie cool und da haben sie das auch cool genutzt, später zum Teil, jo. Ja, wird schon ein bisschen absurd, gerade wenn man dann an die aktuelle Handlung denkt und Schema Gesso und Damar Fireland zum Beispiel. Naja, klar. Aber jetzt gerade, ne, wenn man sich da noch jetzt das Mutantenkorps, wie es zu diesem Zeitpunkt aussieht, anschaut, dann ist das auf jeden Fall einer eigentlich der spannenderen Mutanten, finde ich. Die Stardust 2 wird hilflos durch den Raum geprügelt und kann sich erst stabilisieren, als Perry dann die Situation, naja, auf einen Tipp oder auf einen Hinweis von Bully richtig interpretiert, nämlich, dass das G-Feld
dass Stardust 2 abgeschaltet werden muss. Und das ist was, das verstehe ich nicht ganz. Also die Stardust 2 hüllt sich in ein G-Feld, um sich zu schützen, um Gravitationswellen abzuwehren. Und dieser Schutz führt dann zu einer Resonanz, die Stardust 2 fast kaputt macht. Und erst als man, wie können die da drauf kommen können? Ja, weil Perry einfach Jesus ist. Ja. Ja. Es gibt halt wirklich, es gibt überhaupt keine Herleitung in dem Heft. Ja, aber es fühlt sich nicht falsch an in dem Heft. Du liest es so und denkst dir so, ja klar, warum nicht? Ja, das ist es. Das G-Feld, natürlich. Ich meine, vielleicht crasht dann auch das Raumschiff, man weiß es nicht, aber man muss es halt ausprobieren. Naja. Und als sich das Schiff wieder beruhigt hat oder in Ruhe befindet, steht man endlich staunend vor Wanderer. Endlich hat man es geschafft. Und wir kommen ins 6. Kapitel. Nämlich in einem riesigen Chaos kommt dann die Stardust 2 endlich auf Wanderer an oder in Anführungszeichen auf Wanderer, denn es bleibt nämlich einfach in der Käseglocke hängen oder kleben und landet nach einer Mutanten-Invasion und dem ersten homerischen Gelächter des Periversums. Und jetzt habe ich hier wieder ein Zitat von euch, nämlich wie Perry diese Wahrnehmung des Planeten das erste Mal so visuell schildert. Und hier kommt das Zitat: Großer Gott, sagt Perry erschüttert. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ganze Ding ist eine flache Scheibe ohne Horizont, angefüllt mit Meeren, Wäldern, Gebirgen und Steppen. Wie ein kreisrundes Brett, das man glockenförmig mit einem Energieschirm überzogen hat. Wenn man von unten kommt, wird man nichts anderes sehen als ein riesengroßes, undefinierbares Ding ohne Licht und Vegetation. Eben ein Brett, nur reichlich groß. Und das ist so eine Formulierung, eben ein Brett, nur reichlich groß, das hätte auch Tolkien schreiben können. Ja, mega. Das ist eine Welt, deren Ende man infolge der völlig fehlenden Rundung jederzeit erreichen kann. Dann steht man vor dem Energieschirm, hinter dem der leere Raum beginnt. Eine überdachte, runde Plattform ist das. Nicht mehr. Bin ich jetzt verrückt geworden oder sind wir längst gestorben? Er drehte den Kopf, die Männer hatten kalkweiße Gesichter, Gucki wimmerte immer noch, er, der Unbekannte, lachte nicht mehr. Bam. Ich finde diese Vorstellung von einer Welt ohne Horizont, finde ich so cool irgendwie, ne? Ja, vor allem in der Bedeutung her, was ist eine Welt ohne Horizont? Ja, du kannst theoretisch unglaublich weit gucken. Ja. Ja, wenn du hoch genug stehst. Und im 7. Kapitel passiert etwas, nämlich eine Videokonferenz wird einberufen. Und ich verfluche Karl Herbert Scheer für diese Idee, dass man eine Videokonferenz einberuft. Oh Mann, in einer Videokonferenz bespricht nämlich jetzt Perry Rhodan alle neuen Erkenntnisse, die man auf den ersten oder nach den ersten Messungen und Erkundungen von Wanderer gesammelt hat. Er kommt zu dem Schluss, und jetzt hier wieder ein viel zu unnötig langes Zitat von mir: Es dürfte klar sein, dass wir gegen den Willen des Unbekannten niemals die Energieglocke der Kunstwelt hätten durchdringen können. Also war er damit einverstanden, was mir beweist, dass wir alle Aufgaben zu seiner Zufriedenheit gelöst haben. Also jetzt hier werden ordentlich die Schultern geklopft. Nun sind wir praktisch in seine privateste Höhle eingelassen worden. Denken Sie an das wahnwitzige Gelächter zurück, das anscheinend auf telepathischer Übermittlungsbasis beruhte. Gegen seinen Willen sind auch die Arkoniden klägliche Stümper. Ungefähr so, wie es ein Steinzeitmensch im Verhältnis zu uns wäre. Das ist auch wieder so eine kleine Hybris. Bedenken Sie das und glauben Sie vorbehaltlos an seinen guten Willen. Nehmen Sie auch nicht an, dass wir den eben überwundenen Gefahren nur durch eigene Initiative entgangen sind. Er hat seinen Angriff sofort eingestellt, als er bemerkte, dass wir immerhin eine gute Lösung zur vorübergehenden Abwehr gefunden hatten. Einen Prüfling darf man niemals über seine Grenze hinaus belasten. Man kann ihn an den Abgrund bringen, aber dann hört man auf. So ist es uns ergangen. Prinzipiell sieht die Sachlage also gut aus. Es sind immer noch 150 Milliarden Ferrolen am Arsch, ne? Aber es sieht gut aus. Kurz zum Kollabieren. Ferrol schmilzt langsam weg, aber hey. Dies ist die Welt, deren Bewohner nach uralten Überlieferungen das Geheimnis der biologischen Zellerhaltung kennen sollen. Wer bisher daran zweifelte, mag sich an die unglaublichen Ereignisse erinnern. Wer diese Künste beherrscht, wird auch sehr viel über das große Geheimnis des organischen Lebens wissen. Die alten Berichte stimmen also, nur haben sich in der Realität bemerkenswerte Unterschiede ergeben. Hier ist jemand, der von nun an gewillt ist, uns anzuerkennen. Wow. Das ist natürlich so ein Satz, ne? Es ist, ja, also Selbstreflexion zu betreiben, ist da, glaube ich, ein bisschen schwierig auf Perrys Seite. Ja gut, er hat an der, also in Canon hat er hier ja auch keine andere Chance. Er muss gute Laune verbreiten, ne? Ja. Gute Laune und Körperspannung verbreiten und dann geht's los. Crest fertigt eine Landkarte von Wanderer an und bespricht mit Perry und den Mutanten, ja, das Wesen oder wie man jetzt
diesen S interpretieren muss, um ihn so in Anführungszeichen zu verstehen. Und gerade als die Erkundung von Wanderern so eine aufkommende Hysterie der Unverständnis erzeugt, wird per Fiktivtransmitter eine Art Vogelblob in die Zentrale geschickt. Und da sind wir jetzt bei der dritten Innenillustration. Sie wird von Perry und Bully zerstrahlt, ne, das ist schon mal gut. Erstmal weggelasert. Und als ob man das noch nicht. Und als ob das noch nicht reicht, entdeckt man direkt im Anschluss eine Stadt in 3000 Kilometer Entfernung. Man hat sozusagen das endgültige Ziel. Jawohl. Was soll dieser Vogelblob? Keine Ahnung. Monster ist das jetzt so? Drop. Ist das jetzt hier so? Guckt mal, wir haben Fiktivtransmitter. Das kann auch eine Waffe sein. Also so ein Foreshadowing für später. Wir sind in den Jahren, wo Godzilla richtig gut angekommen ist. Monster ist immer geil. Monster ist immer geil. Monster ist immer geil. Zack, Haken dran. Achtes Kapitel. Kein Scheiß. Science Fiction 60er Jahre. Monster ist immer gut. Haben wir ein Monster? Ja, alles klar. Achtes Kapitel. Nach einem ersten Überflug der erkannten Stadt erkundet man die nahe Prärie und ja, das umliegende Gebirge. Und Perry erkennt das jetzt. Der erkennt das jetzt als Kopie der Black Hills aus Nordamerika. Also ja, genau. Kann sogar sagen, dass die Indianer und die Kavallerie, die da kommen, genau der Kampf von Kassa gegen die Sioux gewesen ist. Ja gut, den hat man, ich glaube, den kennt man zu der Zeit in Deutschland auch besser als in Amerika, oder? Kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Weil jeder Wildwest-Roman hat irgendwas mit Custer zu tun. Oder spielt ein bisschen damit. Ja, schon. Naja, egal. Und an der Stelle kommt halt ein Ding, was ich so ein bisschen ankreide an dem Heft. Wir haben jetzt eine Crew, eine Besatzung, einen Perry, einen Bully, einen Crest, eine Tora und sonst nicht noch jemanden. Und hier gehen die Menschen fast zu Bruch. An dieser Erkenntnis, dass dieses Wesen auf dem Planeten die Black Hills aus Nordamerika nachgebildet hat, gehen die Menschen fast ein. Das verstehe ich nicht. Das fühlt sich für mich nicht natürlich an. Und da muss ich wirklich den Leap of Faith machen, um über die Kante zu springen. Ja, ich weiß nicht so ganz. Ich glaube tatsächlich so diese Erkenntnis, dass ja dann auch diese ganzen Spiegelfechte reinkommen. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie bei der Erkenntnis, dass der da wirklich Indianer und Kavallerie aus einer anderen Zeit da einfach mal, sagen wir mal, hingebeamt hat und wieder zurück oder gespiegelt hat oder was. Dabei hätte ich mir das vorstellen können, weil das so eine Allmacht präsentiert. Aber dass der einfach eine komplett künstliche Welt gebaut hat, dass dabei jetzt das eigentlich Krasse ist, dass der da so einen Berg von der Erde hat. Ja, mein Gott. Also da fallen mir krassere Sachen ein, vor denen die hätten einbrechen können. Ja, aber, oder keine Ahnung, sie wären in ein Gebäude reingegangen und hätten herausgefunden, dass er den Perry schon total lange überwacht oder irgendwas, weißt du? Dass er seinen Lebensweg begleitet hätte oder sowas. Aber nee, hier machen sie es an den Black Hills. Hat er das? Ja. That's a story for another day, my friend. Da haben wir noch ein paar tausend Hefte vor uns. Ja. Auf jeden Fall sieht man, wie in dieser Prärie beziehungsweise in dieser Steppe der Black Hills eben auch amerikanische Ureinwohner, ich habe mich hier geweigert, Indianer zu schreiben, weil sich das heute so ein bisschen schmierig anfühlt, muss ich ehrlich sagen, sich dort bekriegen und man identifiziert das relativ schnell als, wie heißt der Custer? General Custer gegen die Sioux waren es, glaube ich, ne? Genau. Und als Perry mit der Stardust 2 genau an der Stelle landet und mit Bully aussteigt, wie so zwei Friseure, stellen sich Kavalleriesoldaten ihnen gegenüber, ne, und reiten auf sie an und dann lösen die sich auf in einer Schießerei oder irgendwas und es fällt ein Colt vom Typ 1897 ins Gras und der ist real, der ist gar nicht holographisch. Und das ist der nächste Punkt, wo sie alle Banane gehen. Und gerade der Leutnant Everson, dessen Vater auch einen hatte. Es ist ein Originalmodell. Ja. Ja, aber das finde ich nicht so schlecht. Dass ich mir dann denke, okay, vorher dachten sie, ja, das ist irgendwie ein Spiegeltrick und bla bla bla. Und dann ist aber da dieser echte alte Colt. Ja, diese Zeitreise. Dass das schon einen psychisch fertig machen kann, das verstehe ich. Viel mehr als den Berg. Vor allem die Story an der Stelle wird ja noch krasser, wenn wir dann wissen, gerade später, ne, da müssen wir jetzt ein bisschen vorgreifen, als wir dann diesen Charakter aus der Vorzeit der Menschen finden, der hat die ja anscheinend dort weggeholt. Mhm. Ich meine, bleib jetzt mal da, ne, bleib jetzt mal mit deinen Gedanken hier. Der hat diese Schlacht aufgehoben und später belebt er ja auch einen Toten wieder und gibt ihm eine zweite Chance. Ja, lass uns da doch direkt weiterreiten, denn sie kommen jetzt zur Stadt und in der Stadt kommt eben dieser Turm und dieses große Tor und in das Tor kommen sie nicht rein, denn da steht diese Gestalt, ja, der Wildwest-Bandit. Und das, was der sagt, das ist richtig krass, ja, weil das ist eine geile Metaebene, weil dann genau das passiert. Ne? Er wurde schon einmal abgeknallt von einem Sheriff,
ne, zeigt ihnen dann ja die Einschusslöcher, die er hat, dass er nicht nur jemanden darüber geholt hat, drüber gespiegelt, sondern er hat wirklich einen Toten wiederbelebt und dahin geschickt. Und der kann nur in seiner Zeit getötet werden. Das ist krass. So, erstens, dass die, ich finde, dass das halt so auseinandergezogen ist. Ich will noch mal über diese Indianer und General Custer reden, weil was machen die da? Hat er die da zu sich hergeholt, damit die für immer weiterkämpfen? Oder haben die jetzt die ganze Zeit gekämpft, bis Perry da gekommen ist? Ja, ich finde, da gibt es zwei Grundinterpretationen. Die eine Grundinterpretation ist ja, dass S irgendwie Narren an der Erde gefressen hat und sich das einfach gerne ansieht. Und die andere Interpretation ist ja, dass er die Mords durcheinander bringen möchte. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also einerseits hat er irgendwie Narren an der Menschheit und er hat sau Spaß daran, die so krass zu irritieren, wie es nur irgendwie geht. Ne? Also auch mit dem Leutnant Everson kannst du sich regelrecht vorstellen, während der dann da den Colt findet, wie es dann wieder sich einen am Ablachen ist. Ne? Und ich glaube, das ist nicht so trennscharf. Ne? Ja. Aber grundsätzlich schon auch diese Idee, dass man könnte ja auch sagen, dass es ein bisschen fehlender Einfallsreichtum, dass der größte Teil von Wanderer aussieht wie die Erde. Man könnte ja auch viel geilere, abgespacedere Sachen von anderen Planeten beschreiben. Das machen sie aber nicht. Aber ich glaube, es geht genau darum, dass ja irgendwie sogar Wanderer bis zum gewissen Grade dafür gedacht ist, dass die Menschen das finden und aufsuchen. Das geht ja also zu so einer Metaebene immer weiter. Warum ist das eigentlich so? Ne? Hast du Bock auf eine unbeliebte Meinung meinerseits? Auf geht's. Ich finde, also jetzt im Rekapitulieren und im drüber nachdenken, auch schon beim mehrfachen Lesen der Hefte, finde ich den EA-Wanderer besser als den Neo-Wanderer. Gerade im ersten Auftauchen, im ersten Moment. Wenn ihr euch erinnert, im Neo-Wanderer haben wir dann dieses unterirdische Wassersystem, wo die dann durchgespült werden und hin und her und hoch und runter. Und dann halt dieses antiklimaktische Ende in Neo. Da ist die Skizze so von dem, was es macht und wie es aufgebaut ist und diesen Sense of Wonder, den es versprüht. Ich hasse dieses Wort, ich mag es wirklich nicht. Ich werde es trotzdem benutzen. Finde ich hier irgendwie besser gelungen. Ja. Aber die ganzen Neo-Leute feiern ja übelst den Neo-Wanderer. Ach, ich muss sagen, ich finde, das tritt sich gar nicht so sehr. Ich finde hier halt die Idee auch zu sagen, okay, vielleicht ist Wanderer sogar mal was auch an der Weltenvorstellung der antiken Menschheit und so beigetragen hat und so. Das finde ich irgendwie spannend, das gefällt mir irgendwie. Ne? Auch zu sagen, okay, und Wanderer sieht jetzt genau so aus, wie man sich im kirchlichen Mittelalter dann die Welt erklärt hat und so. Und das finde ich irgendwie spannend. Aber gleichzeitig ist dieses Techno-Wunder, das in Neo halt dann viel ausgereifter beschrieben wird, hat auch was. Es ist was total anderes. Ja, stimmt schon. Kommen wir zum abschließenden 9. Kapitel, oder? Zum großen, zum grande Finale. Wir betreten grande die Halle. Finale. Wir betreten die Halle. Warte kurz, wir müssen noch ganz kurz sagen, und Perry hat natürlich den krassen, geilen Gedanken, wenn er ihn nur in seiner Zeit erschießen kann, macht er das mit dem Colt, den sie gefunden haben. Pau, pau, der Typ ist weg. Und jetzt können sie rein. Fühlt sich das gerade, das ist der Punkt, wo es sich wie ein Versatzstück anfühlt, aber ist egal. Lass uns weitermachen. Und hier haben wir Marshall und der erklärt Roden, wie er S wahrnimmt. Und das finde ich jetzt eine spannende Geschichte, weil hier werden das erste Mal die Charakteristika von S herausgearbeitet, so wie er sich halt darstellt. Und hier das Zitat. S ist eine in sich verwobene Gesamtheit. Ein physisch lebendes, überdimensioniertes Gemeinschaftswesen aus vielen Milliarden Einzelpsychen. Nehmen Sie ruhig an, eine ganze Rasse hätte ihre Stofflichkeit aufgegeben, um nur noch in geistiger Form zu existieren. Es handelt sich um ein gewolltes Aufgeben der Körperlichkeit nach einem unsagbar langen Leben, das ein Organismus in seiner rein stofflichen Form wahrscheinlich doch nicht mehr länger hätte aushalten können. Es bleibt es. Egal, ob es sich um Milliarden entstofflichte Gehirne handelt oder nur um ein einziges. Es ist es. Und das finde ich so cool, weil die ganze Zeit denkt man sich so, was ist das jetzt so? Was ist jetzt der Unsterbliche? Ja. Warum ist der unsterblich? Und hier breiten die so dieses ganze Konzept dieser Superintelligenz vor dir aus. So früh, ne? So früh. Ja. Und da muss man sagen, Leute, also gerade auch für die 60er ist das so eine geile Idee gewesen. Das ist nicht komplett das Rad neu erfunden, also ähnliche Konzepte gab es auch schon, aber das ist so gut gemacht, wie hier das erste Mal wirklich so eine Superintelligenz skizziert wird. Mega. Und dann gibt es ja auch noch dieses Zitat, ne, von Gookie. Ne? Es spielt gerne, aber es spielt mit euch und mit der Zeit. Ne? Ja, irgendwie sowas. So, das ist auch so,
boah, wie geil. Und da wird auch Gookie, finde ich, noch ein bisschen wertiger, weil man da auch noch mal so ein bisschen checkt, wie intelligent der eigentlich ist. Ne? Aber das an der Stelle muss ich trotzdem noch kritisieren, ne? Weil das gehört jetzt dazu. Mhm. Wenn man das 2022 liest, es ist natürlich ein klassischer Exposition Drop. Also es wird zur Exposition im Batzen hineingesetzt. Dass wir halt Marshall haben, der halt Telepath ist und deswegen diese Wahrnehmung machen kann. Ne? Mm. Und dass er dieses als Informationshappen an Perry weitergibt, ohne das jetzt irgendwie erlebbar zu machen. Das wäre wahrscheinlich ein Schritt zu viel für die 60er gewesen, aber das muss man jetzt fairerweise ankreiden. Ja, das wäre ein Schritt zu viel gewesen. Das hätte ansonsten vielleicht dann so einer tollen Einleitung von S bedürft, dass S sich vorstellt. Das finde ich ganz gut, dass sie das nicht gemacht haben. Aber klar, irgendwie musste diese Information raus und da hat man einfach einen Weg gewählt. Aber wer da Bock drauf hat, unbedingt die Periroden-Miniserie Vega lesen. Oh ja. Da haben wir nämlich eine Episode drin, als Robbie S erfährt in einer Krisenzeit, sage ich jetzt mal so. Da wird das so ein bisschen plastischer erzählt, wie ein Einzelwesen in S aufgeht und sich dann halt danach wieder verabschiedet. Mhm. Ja, in der Halle tritt Crest jetzt an S heran, an dieses Riesending, an diese Energiewolke oder was es auch immer sein soll, wird aber von S zurückgeschleudert mit den Worten und hier Zitat: Sie waren nicht gemeint, Arkonide, ich bedauere sehr, klang die Stimme wieder auf. Ich habe Ihre Rasse vor einem Zeitraum, den Sie 20.000 Jahre nennen, eine Chance gegeben. Sie haben versagt. Die biologische Lebensverlängerung kann Ihnen als dem Vertreter einer degenerierten Art nicht mehr zugestanden werden. Ihre verfügbare Zeitspanne ist abgelaufen. Boom. Also wieder eine wesentliche Information. Es hat Lieblinge und denen gibt aber auch nur ein bestimmtes Zeitfenster. Und wenn das Zeitfenster vorbei ist und sich der Liebling nicht als wandelbar, streckbar, dynamisch genug gezeigt hat, ist jetzt natürlich auch wieder so eine Verstärkung auf diese Schaffermentalität der Menschen gegenüber der Arkoniden. Ne? Das ist eine sehr positive Selbsteinschätzung für die Menschen. Also hier sehen wir auch wieder Perry. Oder die Menschheit im Ausblick von Carl Herbert Scheer ist eine sehr positive Fiktion, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ja, weil sie haben sich als würdig erwiesen. Ja, und Kerlon hat es verzockt. Kerlon hat es verzockt, hätte es machen können. Frage, ja. Warum bekommt Atlan dann einen Zellaktivator? Ja, weil Atlan auch so ein Liebling ist und der muss ja auf die Erde aufpassen. Der kriegt den ja eigentlich nur, um auf die Erde aufzupassen. Ah, ist ja also ein Dosenöffner. Knickknack. Ja. Das ist auch echt ein bisschen tricky mit Atlan und S und warum das wirklich so ist. Und es gibt immer wieder unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber im Endeffekt, damit der von der Vergangenheit heraus auf die Erde aufpassen kann. Ne, der ist dann der Einsame der Zeit und muss immer wieder die Erde beschützen und kriegt Aufträge von S und kriegt dann wieder das Gehirn gelöscht und was weiß ich. Aber nicht als Arkonide für die Arkoniden, sondern das ist eine klare Einzelperson. Deswegen kriegt der wahrscheinlich auch einen Zellaktivator und hat keinen Zugang zum Physiotron oder so. Ne? Sondern es ist wirklich, er hat ganz konkret, mit Atlan hat er was vor. Ich muss jetzt ganz kurz eine aktuelle Tangente anbringen. Ja. Ich habe heute in Vorbereitung für das Logbuch Atlantis, was wir zurzeit im Podcast machen, das 11. Heft der Periroden-Miniserie Atlantis gelesen. Und da gibt es eine Stelle, da wird kurz über Atlan was erzählt oder erklärt und dann kommt es zu dem Ausdruck, es ist jetzt spoilerfrei, also keine Angst, über Atlan, ne, und dann denkt Perry drüber nach, ein terranischer Schriftsteller hatte ihn mal als der Einsame der Zeit bezeichnet und deswegen kriege ich gerade eine übelste Gänsehaut, als du das gesagt hast. Auf jeden Fall, es gewährt Perry den freien Zugang zum Physiotron. Was ist das Physiotron? Dominik, erklär es mir. Eine Zelldusche. Was ist eine Zelldusche? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Endeffekt ein transitiver Zustand, der dazu in der Lage ist, dann die Zellen zu konservieren. Also der Körper wird quasi aufgelöst und jede Zelle, die mit dem Physiotron wieder aufgebaut wird, ist dann konserviert für eben diese 62 Jahre. Du meinst, das Telomer an den Zellen wird dann so, oder an der DNA wird dann so lange verlängert, dass es genau für 62 Jahre Regeneration reicht? Ja, es ist natürlich unfassbarer Technobubble-Bullshit. Aber so von der Grundvorstellung her, ja, ne, also der Körper wird direkt komplett zerlegt und dann wieder mit gut eingetupperten Zellen wieder zusammengesetzt. Gut eingetuppert. Ey, ich hab das noch eingetuppert. Ja, das ist, ne, das ist im Endeffekt das. Und Perry wundert sich ja auch, dass er nicht verjüngt ist. Und dann sagt er auch, ganz wichtig, ne, wir haben Homunk noch nicht. Perry kriegt Homunk gemacht von S. Ne, also ein sechsdimensional funktionierendes Wesen, das irgendwie ein Roboter ist, irgendwie aber auch nicht, weil er so überdimensional ist und so viel bessere Technik. Und wie überkrass Homunk eigentlich ist, werden wir viel später in der Serie noch erleben.
Und der geht mit ihm zum Physiotron und führt das mit ihm durch. Und der sagt dann ja, eine Verjüngung wurde nicht gewährt, sondern er wurde im jetzigen Zeitpunkt konserviert. Ist halt auch wieder so ein geiler Kniff, ne? Weil diese Roboter am Ende nichts anderes als ein Interface ist für Wanderer. Ja. Ne? Ja, und das Geile jetzt aber auch da wieder, er sagt, es wurde nicht gewährt. Wenn er gewollt hätte, hätte er es schon gekonnt. Ne? Also es ist auch wieder so, diese Allmacht von S eigentlich zu zeigen. Ne? Das ist halt der Auftrag, den er hat und das ist halt das, was der Perry kriegt. Hätte er es auch noch besser machen können, hätte es auch noch krasser machen können, hat aber nicht. Ne? Also das ist schon ganz spannend und auch mit den Zellaktivatoren wird ja später klar, dass ja auch irgendwie das Physiotron eigentlich nur ein Teil des Spiels ist. Ne? Also es geht ja darum, für S die Terraner, also zu diesem Zeitpunkt die Terraner als Spielzeug für sich zu halten und auch dieses alle 62 Jahre wieder hinzukommen auf eigenes Risiko und so, das ist Teil des Spiels für S. Ne? Und das finde ich ganz spannend, dass das eigentlich jetzt da schon alles vorgebaut wird für die spätere Kosmologie. Also wie gesagt, da ist unfassbar viel drin, wo ich den Eindruck habe, da haben sich Dalton und Cher schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie das zukünftig sein könnte zumindest. Haben aber zumindest Grundlagen geschaffen, die jetzt noch Auswirkungen auf die Serie haben. Und Perry, durch diese Eichung der Anlagen auf Wanderer, bekommt das Privileg zu entscheiden, welcher Terraner, also welcher Mensch, ganz offensichtlich dürfen es nur Menschen sein, in diese Zelldusche eintreten darf. Das wird jetzt zum Knackpunkt und da habe ich noch eine Textstelle rausgesucht. Das ist ätzend, ne? Also natürlich wollen sie sich hier so ein Hintertürchen in der Serie offen halten, die man halt einfach sagt, okay, wenn wir jetzt einen Charakter geil finden oder wenn er sich als Fanliebling erweist, können wir den halt hier mit konservieren auf eine Art und Weise. Und hier kommt jetzt aber eine Textstelle, die ist so ein bisschen, die hat so einen Zungenschlag, ne? Roden erkannte in dem Augenblick, dass er seinen Mitarbeitern niemals mehr zu misstrauen brauchte. Nur er konnte ihnen Zutritt zum Physiotron gewähren. Er entscheidet also in letzter Konsequenz über Leben und Tod seiner Mitarbeiter. Das ist bitter, ne? Das ist bitter, das ist aber mal ein ordentlicher Treuebonus für die Mitarbeiter. Ja, ich finde auch, dass die Szene, dass das ein bisschen schwer geschrieben ist, aber auch da schaffen sie ja wieder eine Grundlage für spätere interessante Plots. Ne? Also da kommt ja dann später dann mit Tropno und Yatuin, mit so Mutanten, die dann nicht die Zelldusche genehmigt bekommen haben, noch ein Plot später. Ne? Also auch da, ich finde auch die Formulierung finde ich auch echt irgendwie ein bisschen naja. Aber auch das ist was später zu einem interessanten Plot in der Serie führen wird. Ja, auf jeden Fall das schon. Ne? Aber in den nächsten vier Heften, also in der 20, 21 bis 23, haben wir ja einen Schwerpunkt darauf zu zeigen, wie Perry sich irrt und Perry halt Scheiße baut, sodass er eben nicht unfehlbar ist. Ne? So ist hier, hier stellt man ihn auf so ein großes Podest, um ihn danach erstmal stolpern zu lassen. Das gefällt mir persönlich ehrlich gesagt ganz gut, weil Perry halt echt Menschlichkeit braucht, ne? So vom Level her. Aber dass es hier so drin ist, Ja. Und was ich an diesem neunten Kapitel geliebt habe, du hast ja da diese Situation, man geht in diese Halle, man erkennt es und Perry und Bully bleiben so ein bisschen zurück. Und da wird auch so beschrieben, wie sie dann an der Wand lehnen oder sowas und sich unterhalten. Ne? Und dann direkt diese Underdog-Stimmung bei den beiden aufkommt und die so die Arkoniden zeigen und die eigentlich nur noch nach Hause wollen. Ne? Können sie jetzt mal hinmachen? So, ja, würde jetzt mal bitte loswerden, wir wollen nach Hause fliegen, komm, wir haben zu tun. Und das hat mir super gut gefallen, das muss ich echt sagen. Und das ist mir auch erst dieses Mal aufgefallen. Ja, also man kann auch wirklich bei dem Heft, muss man sagen, also es gibt echt krasses Licht und Schatten, weil es gibt immer wieder so Dinge, wo man sagt, boah, die gehen irgendwie nicht mehr so gut. Aber einfach Sachen, die so Grundlagen für die Serie sind heute noch und die so ikonisch sind, an die man sich erinnert. Also ich glaube, ich habe kein Heft, wo ich so viele Formulierungen fast auswendig kann wie in dem. Ne? Oder auch dieses, ne, wo S dann sagt, irgendwann wirst du froh sein, deinen Geist vom Körper befreien zu können, aber bis dahin bleibt dir noch Zeit, jedenfalls für deine Begriffe. Ja? Das sind so Dinge, wow, weißt du? Und dann kommen dann so diese Perry-Überlegungen, wie du dann so denkst, so, oh naja, geht so. Und dann andererseits hast du dieses total krass kosmische, was halt richtig cool ist. Ne? Naja, gut, also aber Perry war in der Dusche und dann hat er gesagt, ey Bulli, auch ab unter die Dusche. Ne? Das ist erstmal der einzige. Von den anderen wissen wir noch nicht, dass sie da eine Zelldusche erhalten. Also später erhalten ja auch die ganzen Mutanten und so, kriegen ja auch noch alle eine. Aber hier erleben wir zumindest nur, dass er sofort erstmal sagt, hey, ich darf also auch anderen Terranern die Zellerhaltung gewähren. Bulli, auf geht's. Ne? Und dann geht's zurück zu Vega. Aber wie es zurück zu Vega geht, und das ist so eine
lyrische Klammer, die hier geschlossen wird. Ich will jetzt bloß den Anfang ganz kurz einmal zitieren. Als die Stardust 2 zum Hypersprung ansetzte, verblasste weit hinter ihren feuerspeienden Triebwerken eine Sonne, die es einem natürlichen Stern genau nachgeahmt hatte. Der Planetwanderer blieb zurück. Der Transitionsschock kam wie ein Schlag. Als das Schlachtschiff wieder in den Normalraum eintauchte, leuchtete vor ihm die Vega. Ach, danke, Karl Herbert. Danke, Karl Herbert, das kann er aber auch. Ist das nicht toll? Ach, ist wirklich toll. In wenigen Zeilen so geiles Gefühl. Ja, episch. Auf jeden Fall, wir erreichen wieder die Vega und Perry will einfach nur nach Hause und ganz schnell dort weg. Ja, kann man irgendwie verstehen. Kommen wir zum Fazit, oder? Ja. Wir haben schon ganz viel, naja, zusammengefasst oder Fazit mit angemerkt, ne? Ich habe mal geguckt, das ist jetzt doch schon immerhin 2 Jahre her, dass ich das Heft auf Dominik Liest hatte. Und ich habe es trotzdem am Ende mit 5 von 5 Sternschnuppen bewertet. Obwohl ich Abstriche habe, aber es ist einfach so ikonisch. Und es ist so ein wichtiger Meilenstein in der Serie. Am Ende dann, vielleicht wenn ich eine 10er-Wertung hätte, wäre es eine 9. Ja, da kannst du besser abstufen. Ne? Aber lass uns bei der 10er-Skala nachher gleich bleiben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das erste Kapitel, ne, erzählt nochmal einmal in groben Stichpunkten die gesamte Geschichte der dritten Macht nach. Tja. Gut, wie es aber auch in den Heften öfter mal noch so ein bisschen passiert, dass man so diese Rückblicke hatte. Die sind ja dann in den Silberbänden ziemlich rausgestrichen worden alle. Und das macht Heft 19 auch zum guten Einstiegspunkt. Karl Herbert Schers Formulierung, mein lieber Herr Gesangsverein, ne, und seine Sprache, die ist so unglaublich klar und wirklich, die hat keine Rücksicht auf Verluste. Also die haut die Sachen raus, auch hier gerade eben. Ja. Feuerspeiende Triebwerke. Ne? Das ist so, klar, denkt man sich jetzt, wenn man das so liest, wie sonst. Ne? Natürlich sind die feuerspeiend, das stellt man sich ja so vor, aber es ist trotzdem bildgewaltig. Das liest sich toll. Und ja, das ist manchmal super und manchmal schwierig, weil er dann halt auch, wenn halt so dann Perry wieder irgendeinen tollen Monolog hält, da überpaced das dann halt auch. Ja, es sind immer die Stellen, wo diese technische Fiktion auf menschliche Probleme trifft. Da wird es immer Bullshit. Ganz genau. Aber das ist wirklich, also das ist bei Karl Herbert Scheer auch öfter so. Und deswegen sind manchmal die Stories, wo er einfach geil erzählen kann und wo er nicht so ethische Grundlagen austarieren muss, weil das kann er nicht so gut. Das kann er nicht so gut. Nee. Die sind dann großartig. Ne? Aber schwierig ist dann, wenn er so quasi in Erklärungsnot gerät. Ne? Ja. Wo man so schön sieht, dass er eben neben diesem großen Technikhammer halt auch ein echter Ästhet ist. Da haben wir nämlich im Zitat: Glühheiße Druckwellen orgelten mit solcher Wucht über das brettflache Gelände des Raumhafens hinweg, dass kleine Ferrolschiffe aus den Startrampen gerissen wurden. Das Superschlachtschiff war direkt nach seiner Landung wieder das geworden, was es auf diesem Hafen schon immer gewesen war. Ein unübersehbares, urplötzlich aufgetauchtes Gebirge von vollendeter Harmonie. Mega. Ja, Chris, was sagst du dazu? Ach, du musst eine Nummer dran machen. Ich muss eine Nummer dran machen, ne? Ja. Ah, da sind so viele Sachen mit dabei. Ich kann da eigentlich, es ist 10 von 10, fick dich. Es ist einfach wirklich, ne? Also man kommt nicht dran vorbei. Natürlich gibt es Abstriche und natürlich ist es immer wieder, wenn man es liest, fallen einem doch dann so Sachen auf, wenn man so sagt, naja, aber das ist das Heft, wo er der Unsterbliche wird, wo er auf den Unsterblichen trifft. Das ist das Heft mit dem Cover. Das ist das Periodenheft schlechthin. Aber selbst wenn du es wegnimmst, ne, nimm den Unsterblichen weg und stell dir vor, dieses Wanderer-Setting in so einem Tuklan-Roman. Ja. Also im Heft 18 zum Beispiel so eine Fiktion. Ne? Das ist ja auch, ich finde das immer erstaunlich, wie der Mann Karl Herbert Scheer dann da gesessen ist und gesagt hat, Alter, die Welt des ewigen Lebens ist einfach eine fucking Halbkugel. Ja, und hat einfach im Hintergrund auch noch ein altes Weltbild und spielt noch mit dem Gedanken, das ist ja irgendwann mal vielleicht an der Erde vorbeigeschippert und die dummen alten Menschen der Antike haben das gesehen oder so. Ja, also das ist dann ja schon richtig mein Fuck wieder, was er da dann in seinem Hinterköpfchen hat. Ne? Mhm. Also das ist das, was ich bei dem Heft halt auch sehe, wie gut das schon durchdacht ist und wie viele Grundlagen da geschaffen werden für spätere Dinge, die immer noch relevant in der Serie sind. Ne? Und wie gesagt, es hat die Videokonferenzen vorausgesagt. Ja, das auch noch natürlich. Hatte eine Lagebesprechung über Bildsprech angeordnet.
Ja, das klingt damals super cool und jetzt gerade hassen wir es. Ja, ja. Naja. Setz sie doch in einen Raum, die haben doch Platz auf dem Schiff. Sie dürfen doch, sie haben kein Corona. Naja, gut. Und Perry wird total traurig zum einsamen Menschen an der Spitze gemacht. Das ist so ein bisschen bittersüß, das Ende. Eigentlich hat er den letzten Traum der Menschheit erfüllt bekommen, aber er erkennt auch direkt, dass es, also der Karl Herbert Scheer muss das gesehen haben, ne? Erkennt, dass es ihn einsam macht. Ja, und ich meine, wie der Karl Herbert das macht, das ist auch manchmal so ein kleines bisschen, naja, aber immerhin so diese Grundkritik, dass das erkannt, das ist ja schon mal ganz schön. Ja, aber es macht er halt auch kopplungsfähig, ne? Das, ich denke, gerade diese Situation ist für viele Kritiker immer so ein Ding gewesen. Ja, naja. Chris, wann komme ich denn wieder? Du musst jetzt erstmal noch deine Punkte von dir geben. Ja, ich wieg's dann auch 10 von 10. Ja. Kannst du nicht. Also, hätte ich jetzt eine 6 von 10 gegeben, hättest du eine 9 von 10 geben können, gell? Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe volle Punktzahl gegeben, weil bei allem, was man über das Heft sagen kann, ist es trotzdem so ikonisch und man liebt es einfach. Also wenn du Perry Rhodan magst, gehört dieses Heft einfach komplett dazu. Und wie gesagt, allein wie viele Sprüche und wie viele Zitate aus diesem Heft immer wieder vorkommen und man sich merkt, mega. Und Hände auf den Tisch, wenn man Perry Rhodan liest, aber noch nie Der Unsterbliche, also Band 19 gelesen hat, das kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also wenn man so den ersten Zyklus hinter sich hat oder echt Bock drauf hat, dann muss man das eigentlich gelesen haben. Die ersten 19 Hefte müssen dabei sein. Ja, das ist die Grundhandlungs-, also das ist die absolute Handlungsgrundlage für alles später. Auf jeden Fall. Gut. Wann bist du das nächste Mal dabei? Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich hier die nächsten, guten Hefte vom Kurt, da setze ich mal aus. Ja, ich meine, zu denen habe ich keine Ahnung, die sind nicht so schlimm, aber es ist leider schon echt viel, was man kritisieren kann. Und, irgendwann so, wenn der Magneto und die X-Men kommen, dann, also der Overhead. Wo sind wir denn da? Wann kommt denn der Overhead dazu? 25, 26? Der Overhead, ja, mit diesem tollen Taco Kakuta-Cover, ne? Ja, genau. Oh. Ja, da, also bei einem von den Heften mit der Overhead-Handlung komme ich auf jeden Fall mal wieder vorbei. Alles klar, dann mach mal einen Haken dran. 19 ist geschafft, nächstes Mal das kleine große Jubiläum mit dem Heft 20 und dem vorerst, glaube ich, dem Gipfel der Scheißigkeit, den Heften 20, 21, 22 und 23. Danach wird es aber schnell wieder besser. Danach geht es nämlich mit großen Schritten auf nach Arkon. Dann haben wir nämlich schon fast Halbzeit für den Zyklus und mal schauen, wie es weitergeht. Jawohl, ja. Und dann pass mal auf, wie lange es dann doch noch dauert, bis man wirklich auf Arkon ist. Ja, hey, ja. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr euch ruhig mal Gedanken drüber machen, ob ihr uns vielleicht finanziell über Steady supporten wollt. Das könnt ihr dort tun mit 3, 5 oder 10 Euro. Kriegt auch kleine Goodies in jedem Paket. Ihr habt das vielleicht im DTK zuletzt gehört, da haben wir eine Anmoderation eines Steady Supporters mit dabei gehabt. Das fand ich eine coole Sache. Gibt mega viele Möglichkeiten. Cool. Gebt kräftig Feedback. Das geht über alle sozialen Kanäle. Ihr könnt auch gerne den Dominik anhauen, den erreicht ihr am besten über Instagram. Jawohl. Mich erreicht ihr über Twitter, Facebook, Instagram, über den Kommentarbereich in der Seite oder über Mail an stardustruftterra@weltendieb.com oder info@weltendieb.com geht natürlich auch. Alle Kontaktinformationen findet ihr auch im Blogbeitrag, genauso wie alle besprochenen Bilder und Shownotes. Alles klar, Dominik. Heft 25 das nächste Mal. So ist es. Wir hören uns und haut rein. Tschüss. Tschüss. Heftchance verpasst, den unglaublich größten Perronen-Flachwitz zu bringen, den es gibt. Warum Perronen kein Käse essen? Weil sie auch alle Veganer sind.